Und da sind wir wieder. Heute gibt es gleich zwei Videos auf meinem Channel. Ich habe es eben kurz erwähnt, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt. Ich habe eine kleine Stellungnahme zu meinem Rage-Vlog gemacht, zu dem Ihr könnt mich alle mal Vlog, ja. Und ja, wenn ihr da Interesse dran habt, schaut da auf jeden Fall auch mal rein. Das ist sehr interessant, geht auch um Produktbilder etc., was die uns vermitteln und was am Ende wirklich ankommt etc. Ja. Und ja, da habe ich erwähnt, dass ich heute eigentlich ein 2-in-1 Video machen wollte, aber das den zeitlichen Rahmen sprengen würde. Und deshalb mache ich hier dieses Unboxing heute extra. Und das machen wir jetzt hier. Und das Thema Steelbooks ist wirklich präsent auf meinem Channel diese Woche. Ja. Wie gesagt, Scream Steelbook, ja, großes Thema gewesen jetzt hier die letzten 2-3 Tage. Und gerade, weil wir von Steelbooks reden und wie sind die qualitativ, ja, kriegt man das geboten, was man auf den Produktbildern sieht und gibt ein Label sich Mühe etc. Schauen wir uns heute ein Steelbook aus dem Hause Disney an, welches gerade frisch auf den Markt gekommen ist. Und zwar geht es um den Film Jungle Cruise mit Dwayne The Rock Johnson in der Hauptrolle, ein Disney-Film, der, glaube ich, bald sogar kostenlos auf Disney Plus zur Verfügung steht. Ich müsste mal nachschauen. Wenn ich es nicht vergesse, blende ich das Datum hier mal unten ein. Aber jetzt halt auch für den Heimkinomarkt erschienen ist. Ja, und hier ist dann wieder der Verpackungssammler in mir rausgekommen, denn hier habe ich lieber zum Blu-ray-Steelbook gegriffen als zur 4K-Keepcase. Wobei dieser Film in 4K bestimmt natürlich auch gut was hermachen würde. Aber das Steelbook hat mir schon vom Produktbild her sehr gut gefallen und ich glaube, ich kriege auch das geboten, was ich auf dem Produktbild gesehen habe. Aber auch hier wäre natürlich mehr drin gewesen, würde ich mal behaupten. Ja. Aber ich bin zufrieden, weil ich auf jeden Fall schon mal das bekomme, was ich auf dem Produktbild gesehen habe. Also es ist nicht schlechter. Ja. Und jo, wir schauen uns das Ding jetzt mal an. Ja, und hier haben wir dieses wunderschöne Steelbook. Also ich hoffe, dass das komplette Design so wunderschön ist. Wir packen das nämlich jetzt erstmal hier aus der Folie aus und haben dann hier dieses Steelbook, welches wir erstmal von diesem Viertelschuber befreien, den wir uns dann mal zuerst ansehen. Wir sehen hier nämlich das FSK 12 Logo. Wir sehen einen Teil des Steelbook Artworks, Disneys Jungle Cruise und nochmal, dass wir hier eine Disney Blu-ray enthalten haben. Und sehen dann auf der Rückseite natürlich eine ganz kurze Inhaltsangabe. Wir sehen ein paar Credits, wir sehen ein, zwei Szenenbilder aus dem Film. Wir sehen, dass wir hier wohl nur ein Ein-Disc-Steelbook haben. Und wir sehen hier natürlich die Extras mitten im Dschungel, das Making-of von Jungle Cruise, Dwayne und Emily, unbestritten lustig, die Entstehung des Leinwand-Amazonas, einmal Skipper, immer Skipper und vieles, vieles mehr. Dann sehen wir unten nochmal die technischen Angaben. Ich bin eigentlich von den Disney Blu-rays immer überzeugt. Die haben eigentlich immer sehr gute Qualität, auch gerade was das Bild etc. angeht. Und hier haben wir beim Audio dann zum Beispiel eine DTS HDMA 7.1 Tonspur in Englisch und eine Dolby Digital Plus 7.1 Tonspur in Deutsch und auf Französisch und natürlich diverse Untertitel. Dann gehen wir zum Steelbook rüber und schauen uns das Ding mal an. Und ich finde es wirklich wahnsinnig geil. Vom Design her, vom künstlerischen her. Das ist ein Steelbook, meine Freunde. Ja. Auch hier könnte man jetzt natürlich sagen, es wäre mehr drin gewesen, wenn man hier gerade durch diese perfekte Umrandung hier, wenn man hier noch eine Prägung hätte, wenn natürlich noch mehr Hochglanzeffekte drin wären, wenn der Jungle Cruise Schriftzug oder hier dieses Schiff, dieses Boot gestanzt wäre, beziehungsweise eine Prägung hätte, ja, das könnte man alles noch machen, aber im Großen und Ganzen bekommt man hier das, was man auf dem Produktbild schon vorab versprochen kriegt. Ja, das andere wäre noch ein schönes Extra gewesen, aber wenigstens ist die Qualität so, wie man es auch erwartet. Ja, und wie gesagt, künstlerisch sieht das schon richtig aus.
mega aus. Wir sehen hier die Protagonisten aus dem Film. Wir sehen, wie sie hier auf dem Boot sind. Und das sieht so aus, als würden sie hier schon auf dem Wasserfall auf so einen kleinen zufahren. Wir sehen Disneys Jungle Cruise an diese Umrandung. Das wirkt auf mich alles so wie aus so einem Abenteuerbuch. Ja? Und das Ganze so ein bisschen künstlerisch, ein bisschen auch im gezeichneten Stil, im digitalen Stil. Ja? Und das sieht doch schon meiner Meinung nach fantastisch aus. Also mein Geschmack trifft es zu 100%. Dann haben wir hier und da noch diese Abnutzungen. Ich schwenke das hier mal im Licht, denn ich sehe, dass wir hier dann auch im Jungle Cruise Schriftzug einen Hochglanzeffekt haben. Also wirklich fantastisch schon mal, was die Front angeht. Dann sehen wir hier das Spine und hier haben wir dann auch im künstlerisch gestalteten, also nicht simpel schwarz gehalten etc. ein Spine, ja, wo wir dann das Disney-Logo haben. Wir sehen nochmal Disneys Jungle Cruise. Auf jeden Fall auch ganz nett, dieses Spine. Dann gehen wir zur Rückseite. Und auch die passt irgendwie perfekt zu dieser Thematik. Wir haben hier Ausschnitte einer Landkarte. Wir sehen hier eine Kette, die mit so einem Artefakt daherkommt. Wir sehen hier dann ein Foto. Das Ganze wirkt auch wie aus so einem Abenteuerbuch oder aus einem Tagebuch, wo man dann so ein Foto eingeklebt hat. Also ich finde, zu diesem Abenteuerlastigen passt dieses Design einfach einwandfrei. Und wir schauen mal in das Steelbook rein. Und Leute, was soll ich sagen? Auch hier, das ist etwas, was ich meine, was Qualität angeht, was den Druck angeht, was die Farben angeht, einfach was diesen sogenannten Impact angeht. Dieses Steelbook hat direkt eine gewisse Wirkung und man merkt, dass man sich hier Mühe gegeben hat. Ja? Alleine schon das Design auf der Disc. Hier hat man ein Design, bei Scream zum Beispiel war das einfach, hat aussehen wie so eine uralte DVD, wo gar nichts drauf war. Kann man haben, muss man natürlich nicht haben. Ich meine, es ist nur eine Disc, die in den Player kommt, die sieht man so eh kaum. Und die holen wir mal raus und schauen uns dann hier dieses Innenartwork an, ja, welches auch wirklich cool aussieht. Ich muss das hier mal kurz hochheben, dann blendet die Lampe nicht so. Das sieht richtig fantastisch aus. Ja. Die Farben richtig kräftig. Okay, ist ein gezeichnetes Artwork, ja, ist ein gezeichnetes Motiv. Und da muss natürlich jeder für sich entscheiden. Es gibt halt Leute, die mögen das nicht, diese gezeichneten Artworks. Ja. Ich persönlich finde es richtig cool. Und das ist dann halt auch Geschmackssache. Das hat dann auch nichts mit der Qualität zu tun. Die Qualität von diesem gezeichneten Artwork, die ist wirklich 1A. Rattenscharf. Kräftige Farben, hat einen Impact, kommt gut zur Geltung. So muss ein Innendruck bei einem Steelbook aussehen und nicht so 0815 wie bei vielen anderen Steelbooks. Ich will jetzt keinen Namen nennen, Scream. Ja, und wie gesagt, ein wunderschönes Steelbook, wie ich finde. Ich bin schon sehr, sehr gespannt auf den Film. Ich wechsle nochmal die Position, sag noch ein paar Worte zum Abschluss. Bis gleich. Das ist es, das Blu-ray Steelbook zu Jungle Cruise. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr dieses Steelbook findet. Kennt ihr den Film schon? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Wie findet ihr den Film? Schreibt mir auch das in die Kommentare. Ansonsten halte ich das Video heute kurz. Ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle neuen Zuschauer, lasst mir doch sehr gerne ein Abo da. Aktiviert dann auch die Glocke, damit ihr kein weiteres Video von mir verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Benny. Ciao.